Mein Name ist Caroline Kempner. Ich bin als Referentin Gesundheitsmanagement bei der ANV tätig und in der Personalentwicklung angesiedelt. Es gibt keine sogenannten festen Kriterien oder Maßstäbe, was denn eigentlich Gesundheit ist. Das ist ganz wichtig an der Stelle, sondern Gesundheit ist in irgendeiner Form auch immer ein sehr subjektives Gefühl. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, von der Definition her ist es wichtig, geistig, körperlich und auch sozial ausgeglichen und gesund zu sein. Aber das müssen Sie letztlich selber entscheiden. Gesundheitsmanagement ist im Prinzip die Bereitstellung von Strukturen, Prozessen und Rahmenbedingungen in einem Unternehmen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern. Wir haben ganz viel nachhaltige Programme und Bausteine bei der ANV. Wir haben eine sehr, sehr gesunde, vollwertige Kantine, die sehr frisch zubereitet. Wir haben sowohl die Sozialberatung als interne Ansprechpartner für psychosoziale Probleme, als auch eine externe psychologische Krisenberatung, die den Mitarbeitern rund um die Uhr zur Verfügung steht, um persönliche und auch berufliche Probleme zu klären. Sie können durch einen Vortrag, was meine Erfahrung zeigt, Impulse setzen und Wissen weitergeben. Aber das, was wirklich nachhaltig ist, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, sind vor allen Dingen individuelle Beratungen. Also es hilft unglaublich viel, wenn sich ein Arzt oder auch ein Sportwissenschaftler individuell mit einem Mitarbeiter beschäftigt, diagnostiziert und dann individuelle Maßnahmen ableitet. Mindestens genauso wichtig ist, dass Sie Personen im Unternehmen haben, die das ganze Thema aber einfach leben und die davon überzeugt sind. Angefangen von den Führungskräften, die das ganze Thema auch promoten und weitergeben, aber genauso auch mit festen Zuständigkeiten in einem Unternehmen wichtige Personen zu verankern, die für das Thema stehen, sei das der Betriebsarzt, ich habe es eben erwähnt, und die Sozialberaterin, ich als Referentin, die praktisch immer wieder darauf aufmerksam machen. Wir sind wettbewerbsfähiger, wir sind leistungsfähiger und wir können tatsächlich auch in Zahlen gesprochen Kosten einsparen. Es gibt Studien, die besagen, dass man ein Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen 1:3 und 1:10 erreichen kann, wenn man wirklich ein systematisches Gesundheitsmanagement etabliert. Das heißt, jeden Euro, den Sie reinstecken, bekommen Sie dreifach bis zu zehnfach sogar wieder heraus. Was wir sehr schön schon nachweisen können, bei uns ist die Krankenquote als Beispiel in den letzten 3 Jahren stabil geblieben. Während, wenn man die Krankenquote in der Versicherungsbranche verfolgt, sehen wir, dass sie kontinuierlich steigt und wir jetzt einen sogenannten Schereneffekt haben. Also das bestärkt uns, dass es tatsächlich was bringt, in Zahlen gesprochen, aber natürlich auch für die ganze Mitarbeitermotivation, das Engagement und das Klima.